Du willst keine Stories mehr verpassen? Dann abonniere diesen Kanal und aktiviere die Glocke. Moin ihr Lieben da draußen, wir machen mal einen Faktencheck. Letztens fiel hier der Satz im Verein, Wilke hätte viel versprochen und nie was eingehalten. Achtung, wir haben jetzt mal eine Tasche von einer ehemaligen Spielerin der Frauenmannschaft. Ihr seht jetzt die Tasche von einer ehemaligen Spielerin. Alles, was sich in der Tasche befindet, plus die Tasche, wurde von mir finanziert, Timo ist Zeuge. Das mache ich in der Regel so gut, wie ich es kann, so gut wie möglich. Und wir packen mal alles aus und schauen, was so der Gesamtwert ist. Muss ich nochmal sagen, bei der Fülle der Mannschaften plus die ganzen Jugendmannschaften kriegt nicht jede Mannschaft gleich viel. Das ist auch eigentlich nicht möglich. Dieser Verein hat nicht viel Geld. Im Kern bezahle ich das aus Spaß und weil ich Bock drauf habe. Beispielsweise die dritte Herren hat einen Trainingstrikotsatz gekriegt. Da haben sie aber einen Sponsor für gehabt und hat dann von mir persönlich vom Pfarrhaus einen Trikotsatz bekommen. So ein Trikotsatz mit allem drum und dran, mit der Beflocken, dieser graue, kostet über 2000 Euro. Deswegen nicht alle bekommen gleich viel, weil es einfach auch nicht machbar ist. Aber wir zeigen es. Als erstes befindet sich ein Pullover oder ein Hoodie in dieser Tasche. Der kostet mit allem drum und dran, hier richtig draufgestickt plus Druck, 18 Euro. Das ist schon mal das Erste. Plus die Tasche haben wir vergessen, die hat einen Neuwert von 35 Euro. Das ist ein Trainingstrikot, kostet circa 12 Euro. Ein stinknormales T-Shirt, schwarz mit Wappen drauf. Ich schätze jetzt mal wirklich, dass es 7, 8 Euro kostet. Hier wird es nun teuer. Das ist das Polo-Ausgeh-Shirt. Alleine das Shirt ohne das Ganze drauf liegst du bei circa 13 Euro. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, hier ist ein Wappen draufgesteckt. Hier, das ist draufgedruckt plus die andere Seite, bist du alleine bei diesem Polo-Shirt mit allem drum und dran bei 30 Euro. Hier ist eine Regenjacke mit Wappen drauf. Ganz einfaches Modell, circa 15 Euro. Das ist ein stinknormales weißes Trainingsshirt, Wappen drauf gedruckt, hinten und vorne nochmal alles extra. Bist du nochmal bei circa 12 Euro. Entschuldigung, dass die Sachen so aussehen, das haben wir vorher nicht gebügelt für euch. Das ist die Hose zu dem Poloshirt. Hochwertige Derbystar-Hose, Wappen drauf gedruckt, mit allem drum und dran. Bist du bei der auch bei circa, ich glaube, 10 oder 12 Euro. Hier ist dann nochmal eine Hose zu dem Poloshirt, nochmal das Wappen, nochmal 12 Euro. Die Tasche ist jetzt gerade leider nicht mehr drin, also die Spielerin hat nicht alles abgegeben. Unter anderem gehören da noch Badelatschen dazu, die kosten 29 Euro. Dann habe ich für die Frauenmannschaft 2 komplette Trikotsätze gekauft. Wenn man das Ganze jetzt zusammenrechnet, ich möchte von niemandem hören, auch Wilke, du bist ein toller Typ, ich mache das, weil ich Spaß daran habe, aber ich lasse mir halt nicht nachsagen, dass ich viel verspreche und da nichts einhalte. Weil alleine müsst ihr hochrechnen, wenn das 25, 30 Spielerinnen sind, das alles zusammenrechnet, da kommen wir dann mal ganz schnell auf eine ganz stolze Summe. Ich habe jetzt noch aus der anderen Tasche rausgeholt, was da eigentlich noch alles bei ist. Genau, da sind dann nochmal Vereinssocken dabei, die kosten tatsächlich 9 Euro. Nochmal ein paar Stutzen zum Trainieren, die kosten, ich weiß nicht, 6, 7 Euro. Und hier nochmal ein weißes Shirt für 12 Euro. Absolut nicht böse gemeint. Man kann nicht alle gleichwertig ausstatten. Das geht nicht. Jeder, der hier im kleinen Verein unterwegs ist, weiß, dass es nicht möglich ist. Aber ich lasse mir das halt so ungern nachsagen, dass dann ich viel verspreche und nichts einhalte. Wenn ihr gerade diese Tasche seht und das zusammenrechnet, ist das ein Wert pro Spielerin von 150 Euro. Dazu kommen noch 2 komplette Trikotsätze. Plus, was es noch so alles gab, Herbstmeister-Shirts, das ist ja alles bezahlt worden. Und ich muss auch ehrlicherweise sagen, es ist von mir bezahlt worden. Plus, dann war irgendwie Feierlichkeiten, dann gab es Präsentkörbe, Geld für die Mannschaftskasse. Das kommt alles aus meinem Portemonnaie. Und das tue ich gerne und ich will da kein Danke für hören, weil ich wirklich nicht, weil ich es gerne tue, weil ich es nicht gerne tun würde, würde ich es nicht tun. Aber ich finde es dann halt schlimm, wenn Leute sagen, ja, der verspricht viel, aber der tut nichts. Das stimmt nämlich leider nicht. Natürlich gibt es auch Mannschaften wie die zweite Herren, die haben sich da mal selber Pullover gekauft und haben das selber besticken lassen oder haben sich die Taschen besticken lassen auf eigene Kosten. Das ist auch super, weil es uns auch hilft. Man muss dazu sagen, wir hatten eine JSG, das war eine Vereinigung von 3 Vereinen. Das hat sich aufgelöst, also wir machen alleine weiter als Suchtenfelde Jugend. Und da bin ich jetzt wirklich, das ist halt keine Lüge, ich glaube für diese ganzen Trikots plus das ganze Drumherum für die Jugend haben wir nachweislich knapp 19.000 Euro bezahlt als kleiner Dorfverein. So, jetzt kommt das Ganze drumherum noch dazu, was wir noch so alles finanzieren, damit die hier ein schönes und gutes Leben haben, damit man alles hat. Und ich kenne das aus meiner alten Zeit, wenn du irgendwo gespielt hast, hast du einen Pullover gekriegt, der dir nicht passte und mit Glück hast, passt der. Und dann hast du einen Trikotsatz gehabt, der 4 Jahre alt war. Und mein Ansatz ist immer, ich möchte, dass die Leute hier das Beste haben, weil es mein Ansatz ist. Was halt auch nicht vergessen werden darf, die Leute können herkommen, sie kriegen kostenlos Torwarthandschuhe. Wir haben ein komplett volles Lager. Und wer dann sagt, dass man hier nichts bekommt, ist einfach eine Lüge. Wenn man mal... Schaut euch mal das Lager an, was hier alles auf Vorrat liegt. Das sind diese Poloshirts für 30 Euro. Da haben wir 40 Stück von. Hier liegen Trikots, Stutzen,
weitere Taschen, Bälle, das ist hier alles vorrätig auf Lager, Trainingsoutfits und so weiter und so fort, Regenjacken, Handtücher, das haben wir hier halt alles. Hier, jetzt gibt's wieder neue Jacken, das sind solche Winterjacken. Da bezahlt aber jeder auch einen Teil dazu, das müssen wir ehrlich sagen. Aber das ist das, was ich meine. Wir machen hier echt viel und dann kriegt man manchmal echt Blödes nachgesagt und das finden wir halt, ja, das ist nicht so ganz der Wahrheit entspricht. Gesagt, das ist keineswegs ein Angriff, das ist auch nicht böse gemeint. Ich schieße damit auch gegen keine Mannschaft, ich möchte da auch kein Lob für haben, sondern ich mache das wirklich gerne, weil sonst würde ich es nicht tun. Und ich sage ganz oft, ganz, ganz oft, mit diesem ganzen Geld kann ich ganz andere Sachen anstellen. Da kann ich einmal mit um die Welt fliegen und mir ein Jahr lang den tollsten Urlaub machen und in sämtlichen Ländern unterwegs sein. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich stecke von meinen Einnahmen mehr als 50% in diesen Verein rein. Das mache ich wirklich gerne. Ne, nur ich find's blöd, wenn Leute dann sagen, ja, hier kriegt man nichts und hier und da. Und klar, ich mache auch Fehler. Ich habe hier schon Spieler, die neu gekommen sind. Ist halt dumm von mir. Die kommen zum Training. Die kriegen eine komplette Ausstattung von mir und die sieht man nie wieder. Das sind halt Fehler, weil ich ein bisschen dumm im Kopf bin. Ich bin naiv, muss ich auch ehrlich zugeben. Das ist einfach das, was ich meine. Ne? Ich tue das einfach, wie ich gerne und ich stecke da Herzblut rein. Und das verletzt mich, wenn dann Leute sagen, ja, und hier kriegt man nichts, hier wurde viel versprochen und dann denke ich so, stimmt doch nicht, Leute. Stimmt einfach nicht. Und wer es nicht sieht, der will es auch nicht sehen. Aber ihr habt es gerade gesehen und das ist schon eine Menge.